Vielleicht hast du auch das Problem, dass du dir denkst, wenn ich mit Frauen spreche, gehen mir irgendwann die Gesprächsthemen aus. Wenn ich eine Frau auf der Straße anspreche, ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Und das wiederum gibt dir mehr Ansprechangst, beziehungsweise gibt dir nicht die nötige Ruhe, um im Gespräch auch gut zu performen. Deswegen möchte ich dir hier heute eine Lösung mit an die Hand geben, damit du nie wieder das Problem hast, nicht mehr zu wissen, was du konkret sagen sollst. Deswegen schreib dir das bitte auf. Mach diese Übung, die ich dir heute nenne. Mach sie regelmäßig. Und du wirst definitiv nicht mehr dieses Problem haben, dass du wortkarg bist oder dass ein Gespräch irgendwie abflaut, sondern ganz im Gegenteil, du wirst zu dem Typen werden, der ewig lange richtig geile Flirts aufbauen kann und dementsprechend auch die Chance erhöht, auf einem Date mit der Frau zu landen oder auf mehreren Dates bzw. im Bettchen mit ihr. Also, Video bis zum Ende schauen und aufschreiben. So, und als allererstes ist es mal wichtig zu verstehen, dass das, was du jetzt denkst, eigentlich nur ein negativer Glaubenssatz ist. Ja, bedeutet, du denkst jetzt, alles klar, ich weiß nicht, wie ich ein langes Gespräch mit einer Frau führen kann. Das wiederum bringt dich dann wieder in eine Negativspirale, dass du gar nicht erst auf Frauen zugehst oder Ansprechangst entwickelst, weil du unterbewusst denkst, selbst wenn ich die jetzt anspreche und selbst wenn sie gut reagiert, dann werde ich ja gar nicht gut performen. Das wiederum ist ein großes Problem. Ja, deswegen erstmal verstehen, vieles geht schon in deinem Kopf los. So, das nächste, was du verstehen musst, ist, dass es keine große Hürde ist, das Ganze zu lernen und dass du nicht 5000 verschiedene Themen brauchst, sondern dass 4 Themen vollkommen ausreichen, über die du 2 Jahre Beziehung füllen kannst. Das ist wirklich ohne Witz der Fall, weil sich aus jedem Thema, was ich dir heute hier nennen werde und wie du damit umgehen kannst, werde ich dir auch erklären, natürlich neue Themen ergeben werden. Und da kannst du wiederum genau dieselbe Technik anwenden, um noch mehr Themen zu eröffnen und dann wiederum hast du die Möglichkeit, einen ewig langen Flirt aufzubauen. So, wie funktioniert jetzt diese Übung, beziehungsweise wie kannst du es schaffen, extrem lange Gespräche zu führen? Als allererstes müssen wir uns mal klar werden, wie bauen wir denn überhaupt ein Gespräch auf? Ja, wir nehmen natürlich immer die Informationen, die wir zu Beginn eines Gesprächs bekommen. Heißt, die Informationen, wo kommt sie her, was studiert oder arbeitet sie, was hat sie jetzt gerade noch vor, was sind vielleicht ihre Hobbys? 4 Themen reicht vollkommen aus, mehr brauchst du nicht. So, und jetzt geht es natürlich darum, mit den Themen zu arbeiten. Wir nehmen uns jetzt mal ein Beispiel und wir nehmen uns jetzt mal hier Blatt Papier, reicht vollkommen aus, muss nicht schön aussehen. Und jetzt nehmen wir mal irgendein Beispiel, beispielsweise sie sagt dir, sie arbeitet als Bürokauffrau. Ja, das ist einer der, glaube ich, häufigsten und auch langweiligsten Berufe, die es gibt. Das schreibst du dir jetzt einfach mal hier in die Mitte von deinem Blatt auf, Bürokauffrau. So, jetzt machen wir wie in der Schule früher ein Mindmapping. Warum? Weil wir jetzt dein Gehirn anfangen zu trainieren, dass es in verschiedene Richtungen denkt, dass sich Synapsen schneller verbinden, weil du willst ja eine gewisse Schlagfertigkeit lernen. Und dafür ist es gut, nicht nur in eine Richtung zu denken, sondern auch in verschiedene Richtungen. Das heißt, wir machen jetzt mal hier verschiedene Striche, ne, Mindmapping, schöne Sonne malen und überlegen jetzt, in welche Richtung kann ich jetzt mit dieser Information Bürokauffrau arbeiten. So, im ersten Moment würde mir jetzt mal einfallen, alles klar, Bürokauffrau ist eine Ausbildung, ist kein Studiengang, ist eine Ausbildung. Ich habe auch eine Ausbildung gemacht. Cool, da haben wir schon mal eine Connection, haben wir schon mal eine Gemeinsamkeit. Ach cool, Bürokauffrau, da hast du ja auch eine Ausbildung gemacht. Also ich kann mich erinnern, als ich meine Ausbildung gemacht habe, dass das ja super chillig war, weil wir da teilweise Dinge lernen mussten, die ich schon in der 6. Klasse gelernt habe. Und ich bin eigentlich immer nur gerne hingegangen, weil ich meine ganzen Kumpels dort gesehen habe. Ich weiß nicht, wie war es bei dir? Bap, reicht schon noch. Ja? Information, Bürokauffrau, ich connecte also über Ausbildung und erzähle so ein bisschen über meine Ausbildungszeiten und dann eröffnen sich natürlich wieder neue Themen. Ja, wir können jetzt drüber reden, wie die Ausbildungszeiten waren, wie langweilig oder auch ja, einfach die Schulfächer waren. Vielleicht haben wir irgendwelche Dinge auch gleich gehabt im Lehrplan. Also kann ich mir vorstellen, dass Buchhaltung und sowas bei ihr auch ein Thema war. Und dann könnte man darüber reden. Ich könnte erzählen, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Sie könnte wiederum fragen, was für eine Ausbildung ich gemacht habe. Ja, das ist genau das, was ich meine. Es ergeben sich wieder ganz viele neue Themen. So, natürlich gibt es auch andere Überlegungen. Bürokauffrau, ja, was fällt mir noch spontan ein? Alles klar, also da sitzt du ja voll viel rum. Da hast du bestimmt Rückenschmerzen, oder? Weil ich habe ja mal im Bereich Personal Training gearbeitet und die meisten meiner Kunden waren tatsächlich auch Büroleute, die dann irgendwie immer hier Verspannungen im Rücken hatten. Ist ja bei dir bestimmt genauso, oder? Sport ergibt sich als Thema. Ja, bedeutet, ich erzähle wieder was über mich, damit sie Informationen von mir bekommt, damit sie im Endeffekt auch Vertrauen zu mir aufbauen kann, damit sie Gegenfragen stellen kann und ich eröffne jetzt ein neues Themenfeld. Sport. Kann also auch fragen, wie sieht es bei dir aus? Du machst doch bestimmt auch Sport gegen deinen Rücken, oder? Dann kriege ich neue Informationen. Na, vielleicht geht sie ins Fitnesscenter. Vielleicht macht sie Pilates oder Yoga. Vielleicht macht sie auch nur zu Hause
Hause ein paar Workouts von Pamela Reif oder was weiß ich. Oder vielleicht macht sie gar keinen Sport und hat einfach irgendwie ein Wackelkissen unter ihrem Sitz, was ihr dabei hilft, dass sie ja keine Rückenschmerzen hat, was ich übrigens auch immer nutze. Wäre jetzt eine zweite Möglichkeit. So, was fällt mir noch ein? Bürokauffrau. Alles klar. Dann würde ich jetzt vielleicht auch mal eine tiefgehende Frage stellen, beziehungsweise so tiefgehend ist die gar nicht, nämlich welcher Nische arbeitest du denn da als Bürokauffrau? Ich meine, da gibt es ja verschiedene Firmen, verschiedene Tätigkeitsfelder. Erzähl mal, was machst du denn da? Ja, das heißt, ich stelle eine Frage, um mehr Informationen zu bekommen. In dem Fall kriege ich dann vielleicht als Antwort, ja, ich arbeite da bei irgendeiner Werbeagentur und habe dadurch jetzt wieder eine neue Information, Werbeagentur, und es ergibt sich wieder ein neues Themenfeld. Ich könnte sagen, ach lustig, weißt du, meine Seminarfacharbeit, die ich damals in meiner Abi-Zeit geschrieben habe, da ging es auch um Werbung im Leistungssport, weil ich war ja früher an der Eliteschule des Fußballs, also so einer Sportschule, und da habe ich mir das Thema rausgesucht, und du glaubst gar nicht, wie gut ich da abgeschnitten habe. Ich habe ganze 2 Punkte auf diese Seminarfacharbeit bekommen und trotzdem ist was aus mir geworden. So, das heißt, ich nehme wieder die Information, erzähle was über mich, sie bekommt Informationen, ihr kennt das Spiel. Ganz simpel. Ja? Könnt ihr jetzt auch wieder das Thema weiter ausweiten, könnte fragen, aber sag mal, wie bist du dazu gekommen, jetzt ausgerechnet in der Werbebranche zu arbeiten? Also hast du da irgendwie Bezug dazu? Ja, ich kriege wieder neue Informationen, wieder neue Themen öffnen sich. Also auch immer mal überlegen, welche tiefergehenden Fragen, welche offenen Fragen kann ich denn stellen, damit sich da im Endeffekt auch wieder neue interessante Themen ergeben, damit ich sie besser kennenlernen kann. Haben wir schon mal 3 Themen, die mir spontan, ohne großartig nachzudenken, eingefallen sind. So, was fällt mir noch ein? Bürokauffrau. Würde ich jetzt vielleicht auch mal ein bisschen freche Würze reinbringen und würde sagen, ja, weißt du, kann mir richtig vorstellen, wie du da so vorm Laptop sitzt und die ganze Zeit irgendwie Candy Crush zockst, weil einfach dich eh keiner beobachtet oder kontrollieren kann, was du da machst, oder? Wie sieht da dein Arbeitsalltag aus? Wäre eine Möglichkeit, um einfach wieder tiefergehende Informationen zu bekommen. Ich nutze hier die sogenannte Träumertechnik. Das heißt, ich projiziere etwas in sie hinein. Ich stelle mir irgendwas vor, wie ihr Arbeitsalltag aussehen könnte. Ich bin ein bisschen frech. Ja, das sind so kleine Techniken, die man im Bereich Kommunikationstraining bei mir lernt, und schon ergeben sich neue Themen. Ja, ich könnte ihr vielleicht auch erzählen, dass ich meine Freundin hatte, die auch im Bereich IT gearbeitet hat, und ihr Arbeitsalltag sah so aus, dass sie sich immer irgendeinen Livestream angemacht hat bei YouTube, damit der Computer nicht ausgegangen ist, und dann hat sie erstmal 3 Stunden ihr Essen gemacht, ihre Morgenroutine gemacht, ist ins Fitnesscenter gefahren und kam dann nach 4 Stunden wieder und hat angefangen zu arbeiten, aber sie war die ganze Zeit online und es hat keiner mitbekommen, dass sie nicht gearbeitet hat. Storytelling, alles ist möglich. Ja, heißt im Endeffekt, ich habe jetzt hier wieder einen Punkt gefunden, über die Annahme, über die Träumertechnik, um da neue Themen zu eröffnen. So, das Ganze könnten wir jetzt noch ewig weiterspielen. Ja, das könnte ich wahrscheinlich jetzt einen ganzen Abend noch weiterspielen, um in andere Themenbereiche reinzugehen. Nur mit dieser einen Information, Bürokauffrau. Natürlich bekommst du im Gespräch auch andere Informationen. Ja, wie gesagt, wo kommt sie denn ursprünglich her? Was sind ihre Hobbys? Was macht sie jetzt gerade? Mit den Themen kannst du genauso arbeiten, wie jetzt gerade hier bei diesem Beispiel. Ganz viele verschiedene Richtungen. Ich habe dir das jetzt einfach nur mal mit dieser Übung hier gezeigt, dass du da keine Angst davor haben brauchst. Es gibt unendlich Themenfelder. Du musst nur darauf kommen, ja, dein Gehirn anfangen darauf zu trainieren, in verschiedene Richtungen zu denken, eine gewisse Schlagfertigkeit dir aneignen und dann im besten Fall natürlich auch die 4 Elemente des perfekten Flirts mit einfließen lassen. Connection aufbauen, Humor, Storytelling, frech sein, sie durch den Kakao ziehen, sexuelle Spannung aufbauen. Das kann man auch wunderbar mit so Informationen machen. Ja, alles ist möglich, aber ich weiß auch, so einfach wie sich das jetzt vielleicht anhört, ist es auch gar nicht. Weil wenn man dann einer Frau gegenübersteht, man ist aufgeregt, ganz klar, dann kommt man vielleicht auf solche Sachen auch nicht. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man da, wenn man das Thema wirklich mal intensiver angehen möchte, Frauen ansprechen, Dating oder auch mit Frauen schreiben beim Online-Dating, wo auch immer man Frauen kennenlernt, ist ja immer derselbe Ablauf, dass man da einen klaren Step-für-Step-Plan braucht, der einfach auch für seine aktuelle Situation passt. Und wenn du diesen Step-für-Step-Plan haben möchtest, dann kannst du dich gerne bei mir melden, weil hier unter diesem Video ist ein Link, da kannst du dir mal ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir buchen und ich zeige dir mal auf, was deine aktuelle Situation ist und was deine nächsten Schritte sind. Und ich biete dir auch an, wenn dich das interessiert, Teilnehmer meiner Ausbildung zu werden, also meines Coaching-Programms zu werden, wo ich dir alles bis ins kleinste Detail beibringe, du in die Praxis gehen wirst, ständig reflektiert wirst, dass du jemanden hast, der deine Fragen beantworten kann und natürlich dir auch die ganzen kleinen Tricks und Tipps beibringt, die dich erfolgreicher bei Frauen machen werden. Es ist ein einfacher Weg, wenn man weiß, wie man ihn gehen muss.
Und das ist eine klare Abkürzung. Wenn du da Bock drauf hast, wie gesagt, trag dich gerne mal hier ein bei diesem Link unter dem Video. Ansonsten hoffe ich, dir hat das weitergeholfen. Naja, wenn es dir weitergeholfen hat, klar, lass nochmal ein Gefällt mir da. Teil das Video unbedingt mit jemandem, der genau das Problem hat, dass er keine langen Gespräche auf die Reihe bekommt oder Ansprechangst hat. Ja, der braucht genau dieses Video. Tu dem Gefallen, teil dem das Video und kommentier mir gerne auch mal, was für Themen du in Zukunft sehen möchtest, wo du Hilfe brauchst. Dann mache ich dir gerne ein Video dazu, damit du da Hilfe bekommst. Weil, was mich freuen würde, wenn du richtig erfolgreich wirst. Geh raus, die Frauen sind da draußen. Es gibt so viele attraktive Frauen, sie warten nur darauf, dass du endlich mal Hallo sagst und die richtigen Dinge machst. Und dann wirst du ein extrem geiles Dating-Leben kreieren können. Also, ich freue mich auf dich am Telefon bzw. im nächsten Video. Bis dahin, ciao.